Willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Mailchimp-Kanal. Wie ihr seht, bin ich in der BMW-Welt. Heute auf einer ganz besonderen Mission, denn wir holen ein neues Auto ab für uns. Also bin ich quasi heute nicht Verkäuferin, sondern Kundin. Das erste Mal, also Premiere für mich. Ich freue mich riesig, es ist ein besonderes Auto, aber ich will nicht zu viel verraten. Später mehr dazu, bis gleich. Like I live in the end zone. I'm the one leading the drives. The crew riding round in a Benzo. Red carpets when we arrive. I'll be in charge of my own fate. Left the excuses behind. Now I'm the illest violinist alive. I took the pain and I fight. But look at me now. I used to crash on a couch. Now I got cash in the bank. Look at me now. She didn't want me. So Leute, wir wurden gerade gefragt, ob wir eine offizielle Drehgenehmigung haben. Die haben wir natürlich. Also wir drehen hier offiziell heute ganz legal und erlaubt. Jawohl. Ich bin sehr stolz drauf. Darf ich dir mal kurz in die Kamera zeigen? Das geht in die Geschichte ein. Mailchimp hat eine Drehgenehmigung zum Drehen. Das gibt's ja auch nicht so oft. Pah! Guck mal, Leute, offiziell hier eine Drehgenehmigung ausgestellt für den heutigen Tag, 28. Februar 2024. Und darauf bin ich so stolz. Das muss ein Teil meines Videos werden. Und jetzt geht's zum Check-in. Ganz offiziell, let's go! Leute, hier in der BMW-Welt gibt es ein Buch, wo man sich verewigen kann, wie bei Hochzeiten zum Beispiel. Da kann man einfach was Tolles reinschreiben. Und das tun wir auch, weil wir sind ja heute offiziell Kunden. Deswegen schreiben wir jetzt mal ganz groß rein, werde auch du Member of Mailteam. Mein Statement zum heutigen Tag. Und jetzt geht's weiter. Das ist die Premium Lounge in der BMW-Welt, wo man sich quasi, während man auf sein Fahrzeug wartet, stärken kann. Und hier ist so ein Buffet, gibt es Smoothies, hier kann man jetzt frühstücken, mittags kommt dann was anderes. Hier sind Getränke, Kaffee, also man ist auf alle Fälle ziemlich gut ausgestattet. Und jetzt brauche ich erstmal einen Kaffee, bevor es losgeht. Guck mal, hier sogar mit BMW-Logo. Bleiben Sie gesund, Ihre BMW-Welt. Der ballert richtig, ne? Der ballert richtig. Boah, den trinken wir jetzt mal schnell. Zum Wohl. Auf eine erfolgreiche Auslieferung. Mhm, gar nicht so scharf. Also ich finde immer, wenn man hier runter geht, sieht man hier schön den Vierzylinder gegenüber und rechts und links die Fahrzeuge auf den Drehplatten. Also schöner kann man gar nicht empfangen werden, oder? Ja, und ich sehe das jeden Tag. Und tatsächlich wirklich so das Werk zu sehen, da wo wir angefangen haben, vor über 100 Jahren, finde ich super. Mega. Und dann hat man hier einfach so den ersten Blick aufs Auto. Mhm. Auch der Doppelkegel. Ja. Hier schaut unfassbar cool aus. Muss ich echt sagen, ich lieb's. Also es ist echt was Besonderes, hier ein Auto abzuholen. Und Leute, da steht er. Da steht unser neues Auto. Schön abgedeckt. Auf der Drehscheibe, oh mein Gott. Also eigentlich verraten es ja die Scheinwerfer schon, oder Wolfi? Ey, wer sich ein bisschen auskennt, der sagt, ja, jetzt weiß ich, was es ist. Boah, können wir den nochmal drehen lassen? Ja, klar, logisch. So oft du willst. Aber ganz ehrlich, ich muss da jetzt runter. Deswegen, verstehe ich Leute, total. Gehen wir zum Auto. Würde ich auch machen. If my people starving, then I gotta steal. I get on the meals, yeah, you know the deal. I'm keeping it real, just keep it a stack. We was broke back then, but never been back. Ay, tell them that nobody's safe. Gotta put food on the plates. Right now I'm taking it safe. Whoa, wait, I just been doing a race. I just been catching the cases and it's already too late. So, Wolfie, hier steht er. Ja, und in Frozen Black. So wie es sich gehört, ne? XM, komplett, als ich es den ersten Mal gesehen habe, dachte ich, Wahnsinn, Präsenz. 1A. Ich stand davor. Mein Lieblingswinkel ist tatsächlich die Seitenansicht. So, ja, leicht von hinten. Also dieses Heck mit den Rückleuchten, brachial, die vier Endrohre. Und ich finde auch diese kleine
M1 Hommage mit den beiden M-Logos. Ja. Ich fand's super. Ja. Ich fand's auch schon beim X2 ganz nett, dass wir hier die Logos auch in der C-Säule hatten. Unfassbar. Aber das ist jetzt nochmal echt was Besonderes geworden. Also für die Leute, die es interessiert, Lackierung Frozen Black, Code U91. Ich finde den wirklich unfassbar. Nur nicht zu verwechseln, es ist kein Label Red. Der Label Red ist ja limitiert. Korrigiere mich häufig auf 500 Exemplare. Wir haben hier die Label-Variante. Hat 748 PS, 1000 Newtonmeter Drehmoment. Ja. Und wir haben ein paar Elemente natürlich schon aufgegriffen vom Label Red. Die matte Lackierung, aber ist quasi über individual manuell hinzugefügt worden. Genau. Der Label ist jetzt nicht auf Stückzahl limitiert, sondern auf Bauzeit limitiert. Genau, Produktionszeitraum. Genau, wie beim M5 CS. Der war ja auch ein Produktionsslot der verfügbar. Und der ist jetzt quasi auf Produktionsplatz limitiert. Unfassbar, diese roten Elemente an diesem schwarz-matten Auto. Es ist richtig, ein richtiges Batmobil, meiner Meinung nach. Wir gehen mal so zur Seite. Der dreht sich jetzt noch. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Aber auch diese roten Elemente, wenn wir jetzt mal im Innenraum schauen. Wolfi, du musst auch mitkommen. Gerne. Denn der Wolfi ist hier quasi zuständig für die Auslieferungen und macht sozusagen die Übergabe mit mir. Ich bin ja eigentlich immer auf der Seite von ihm gewesen, aber jetzt Kundin. Und ich freue mich sehr, dass ich mal ein Auto bei ihm abholen kann. Schön. Wir haben hier natürlich M-typisch ganz viel Elemente von einem richtigen M verbaut. M1, M2-Taste, wir haben die Carbon-Interieurleiste mit der M-Struktur, mit den roten Elementen, auch richtig schön. Wir haben Merino-Leder. Wir haben einen unfassbar genialen Dachhimmel, wo man die Farben einstellen kann. Machen wir auch gleich mal, dass ihr das sehen könnt. Also, das ist ein richtiger M. Der erste richtige M-Hybrid, ne, Wolfi? Ja, der Punkt ist, dass das so ein bisschen in die Zukunft schaut. Also, da werden auch in Zukunft noch ein paar Modelle kommen, die nicht nur auf reiner Verbrennerbasis basieren, sondern halt sagen, jetzt packen wir die Vorteile der Elektrotechnik mit dazu. Aber behalten die Vorteile von einem 4,4 Liter V8 Biturbo, was ja auch nice ist. Definitiv und auch in der Beschleunigung, auch unschlagbar, wenn man jetzt mal reine Verbrenner mit der Leistung vergleichen würde, weil wenn der E-Boost kickt, dann kickt er richtig. Ja. Und das ist halt schon echt eine Leistung, die man so sonst selten auf die Straße kriegt. Und ich habe halt den Vorteil beim E-Boost, der ist sofort da, instant. Ja. Strom, Licht an, Licht aus, sofort da. Mhm. Und das ist genau der Punkt, wo die Lader, wenn die Lader anfangen zu spulen, Ladedruck aufzubauen, der E-Boost schon komplett reinschieben kann. Und ich habe dieses Modell auch schon ein bisschen bewegt, auch auf Alpenstraßen, war vollkommen überrascht. Er wird auch nie leer. Also es ist ja so viele Leute denken, Hybrid, gut, was mache ich denn? Wie viel bleibt denn übrig, wenn die Batterie leer ist? Die Batterie wird nie leer. Tatsächlich, abseits von 5 Runden Nordschleife wird hier nicht leer. Ich habe hier immer 748 PS und 1000 Newtonmeter anliegen, wenn ich will. Und wir haben in den Beschleunigungswerten endlich eine 3 davor stehen. Ja, das ist wichtig. Muss man ja auch mal platzieren. Das war eine 3 sollte sein. Ja. das ist eine feine Sache. Auch auf der Autobahn, das ist ja genau der Punkt. Rein elektrisches Fahren, fantastisch, hat Vorteile, hat aber auch Nachteile, zum Beispiel, solange wir in Deutschland dürfen, tatsächlich auch mal schneller zu fahren und das ist dann mit der Reichweite schwierig. Mhm. Wir haben hier weil den meisten Hybridfahrzeugen oder Elektrofahrzeugen, je schneller man fährt, desto schneller sinkt auch die Reichweite. Ja. Und was machst du dann, wenn du jetzt von hier nach Hamburg fährst? Ja. Wie oft willst du anhalten, um zu laden, komplett? Kann man machen, habe ich auch schon gemacht. München, Köln, i7, alles überhaupt kein Problem. Machbar, aber natürlich mit Zeit und Aufwand. Aber ich habe hier halt die Möglichkeit, dann zu fahren, die Fahrleistung abzurufen, wenn ich will. Ja. Und zwar solange ich will. Und wenn es dann mal kommt, dann packe ich hinten rechts Sprit rein und es geht weiter. Aber allein hier so die Türgriffe, wie edel und schön kann bitte ein Auto sein? Das Design findest du ja wieder oben im Dach. Und das ist alles so stimmig und so harmonisch. Allein hier, wenn man wirklich mal die Heckpartie anschaut, der Anordnung der Scheinwerfer und hier XM mit der roten Umrandung, schaut einfach brachial aus. Das Fahrzeug schreit quasi, ich bin da. Ja. Das ist einfach genial. Und das Allergenialste ist ja... Hoppala. Muss man noch einstellen. Müssen wir einstellen, ja. Wir kriegen hier eine Tasche. Eine sehr schöne Halbleder-, Halbstofftasche. Sehr hochwertig für das ganze Ladeequipment. Hoppala. Wie genial ist es bitte? Also, ich muss echt sagen, da haben wir mal
ein Auto, wo an alles gedacht wurde, oder? Ja. Ja, niemand will die Ladekabel einfach im Kofferraum rumliegen haben. Ja. Und ich habe mich immer gefragt, warum die Fahrzeuge so ausgeliefert werden und man dann selber die Kabel verstauen muss. Und jetzt haben wir mal eine hochwertige Tasche bekommen, die ich auch mal so zum Reisen verwenden kann, Mensch. Sieht jeder, dass du ein XM hast. Auch beim XM, auch von der Optik, es ist natürlich auch das Heck brachial, genauso wie auch die Front. Es polarisiert das Fahrzeug, aber ich finde, man könnte es theoretisch ja auch mit E-Kennzeichen fahren, wenn man wollte. Haben wir weggelassen. Aber kann man weglassen. Aber der Punkt ist der, als ich das ähnliche Fahrzeug gefahren bin, hier in der Stadt zum Beispiel, aufgerissene Münder. Also man bekommt ständig nur entweder Kopfschütteln oder Daumen hoch, aber kaum jemandem fällt das Fahrzeug nicht auf. Ja, aber ich glaube auch, dass viele durch jetzt die Fahrzeuge, die ausgeliefert werden, erst so richtig verstehen, dass jetzt ein neues Auto von BMW rumfährt, was einfach groß, brachial ist und mit der Leistung, ich glaube, den haben viele Leute noch gar nicht auf dem Schirm. Und ich habe es genossen mit so einem auffälligen Fahrzeug und jeder sieht die Endrohre und jeder, der sich kennt, weiß, dass da ein V8 vorne drin ist. Und ich habe es genossen, pur elektrisch, lautlos durch die Stadt zu gleiten und diese Bandbreite zu haben. Mhm. Ich kann das machen, ich kann vollkommen entspannt, elektrisch, er hat auch eine hohe elektrische Leistung, also die knapp 200 PS, die er elektrisch hat, reichen perfekt, um hier entspannt im Alltagsverkehr mitzuschwimmen. Aber ich weiß, dass ich ganz schnell die Systemleistung abrufen und auch diese Endrohre zum Leben erwecken kann. Und das tun wir, weil ich bin unfassbar gespannt, was da hinten für ein Sound rauskommt. So Freunde, jetzt stellen wir erstmal hier alles auf Sport Plus. Speichern wir auch gleich mal ab. Das ist hier auf M1 gespeichert ist. Hier steht's M1. Wir haben jetzt die Einstellung gespeichert und jetzt starten wir den Motor. Wir haben den Wagen jetzt warm laufen lassen und jetzt testen wir den Sound nochmal. Ist natürlich anders wie bei einem X5M, aber es hat auch einen Grund, warum es so ist. Oder Wolfi? Ja, also das Hybridsystem funktioniert sowieso immer ein bisschen anders. Im Hybridmodus muss sich ja E-Motor und Verbrenner ja abwechseln. Deswegen muss die gesamte Abgasreinigung komplett anders laufen als mit einem normalen Verbrenner, wo es einfach durchläuft. Ist der Motor kalt, wird erstmal ein bisschen Drehzahl begrenzt. Und die ganze Abgasreinigung wird temperaturmäßig hochgefahren. Das heißt, es ist nicht der klassische, ich gehe jetzt auf Sport Plus und dann höre ich hinten die Klappe, sondern die Klappensteuerung funktioniert so, dass auch der ganze Abgastrakt auch alle Emissionen einhalten kann. Mhm. Das heißt, wenn man unterwegs ist, also wenn man wirklich fährt und nicht steht, dann kommt sozusagen der richtige Klang zur Geltung. Genau, es kommt einmal durch die natürliche Auspuffanlage, zum anderen auch mit unserem elektrischen Sounddesign, was eben auch gerade beim elektrischen Fahren zu hören ist, was ja auch sehr cool anhört. Und zum anderen arbeiten wir natürlich auch mit ASD, Active Sound Design. Da kommen wir immer das Thema so, hey, Fake Sound oder nicht. Wir machen keinen Fake Sound, wir bringen V8-Klang über die Lautsprecher in den Innenraum. Das heißt, wir komponieren da nichts, sondern das, was der Motor kann, das bringen wir über Lautsprecher in den Innenraum, weil das KBA uns bezüglich des Hecks manches halt nicht mehr erlaubt, was wir gerne machen würden. Ja. Also man muss einfach verstehen, das hier ist ein richtiger M. Ja, und Fakt, genau. Und zwar ein M, der in die Zukunft schaut. Genau. Also unser M2 da drüben, das ist ein M, der schaut die letzten 30 Jahre zurück und sagt, was haben wir so richtig gut gemacht die letzten 30 Jahre? Das ist ein M2. Und der XM, der schaut in die Zukunft und der sagt, was kommt? Mhm. Also und man das muss ist vielleicht so auch mal die Erwartungshaltung verändern, wenn man sich jetzt reinsetzt und loslegt. Es ist kein X5M. Die Präzision von dem richtigen M zu erwarten, ist, glaube ich, auch da nicht richtig an dieser Stelle. Sondern er hat eine Daseinsberechtigung, der zeigt in Zukunft, der zeigt, wo wir mit M hin... Wo die Reise hingeht. Wo, genau, hinwollen und auch hingehen. Ja. Und was wir aus so einem M, Hybrid-M, rausholen können. Und es ist auf alle Fälle der erste in der Modellreihe. Es folgen jetzt weitere M-Hybride, die Leistung, Performance anders auf die Straße bringen und da freuen wir uns schon sehr, sehr drauf. Und jetzt würde ich sagen, machen wir weiter. Schauen wir uns also mal ein bisschen an. Wir haben jetzt einmal die Türen aufgemacht, dass wir noch ein bisschen mehr Licht haben, weil ihr müsst wirklich hier den Innenraum vom Nahen betrachten. Wir haben, wie gesagt, wir haben eine richtige Lounge in diesem Auto. Mit den Sitzen, sehr hochwertig. Also ich freue mich auf alle Fälle, wenn ich mal hinten sitzen darf.
favorite content creator. I promised my mama I'll make it. That woman the queen. The grind of my father been embedded in me since I was a teen. Mashallah Amin, that's what they say to me now. What you expect from the boy? I pop on your feed. They all wanna hate on me now. So, Freunde, das war unser Video zu der XM-Abholung. War unfassbar cool. Vielen Dank, Wolfi, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, immer. Und ihr könnt gerne mal eure Fragen zu diesem wunderschönen Kfz in die Kommentare schreiben. Und wir werden auf alle Fälle nochmal ein gesondertes Video aufnehmen für euch, wo wir einen Launch-Control-Test nach der Einfahrkontrolle und auch nochmal den Wagen im Alltag bewegen. Ich freue mich in diesem Sinne. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Video. Danke, tschüss. Bis bald. Servus. Wir wurden gerade mal wieder zu einer Entschuldigung, nochmal. Der ist schon an. Hey, Marco, sei nicht so fies. I wonder if I made you proud.